Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Diesmal wieder aus dem Homeoffice. Und warum ist das so? Wegen der Corona-Krise. Und Corona lässt uns alle noch erzittern und hat unser Leben verändert. Und wir freuen uns, dass wir als Gesprächspartner zum Thema Corona Herrn Dr. Kniel begrüßen dürfen, den Hygieniker vom Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Und wir haben einige Fragen an Herrn Dr. Kniel. Und ich denke, er wird sie uns hochkompetent beantworten können und unsere Verunsicherung etwas senken. Herr Dr. Kniel, was für Tests gibt es, um den Nachweis einer durchgemachten Corona-Erkrankung zu erbringen? Ja, man muss da einerseits unterscheiden zwischen Tests, die den Erreger nachweisen, und den Tests, die die Immunreaktion des Körpers nachweisen. Die Tests, die den Erreger nachweisen, das sind typischerweise PCR-Tests, sind dazu geeignet, eine akute Infektion oder auch die Infektiosität nachzuweisen. Antikörpertests machen da noch keinen Sinn, denn die sind zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht gebildet, die Antikörper. Antikörpertests machen einen Sinn, um eine durchgemachte Infektion nachzuweisen. Hat zum Beispiel das Klinikpersonal schon die Möglichkeit, sich auf Antikörper testen zu lassen? Oder müssen die Klinikmitarbeiter öfter mit dem herkömmlichen Test überprüft werden? Beide Tests ergänzen sich ja. Das eine, wenn ich Kontakt mit jemandem hatte, der positiv war, wenn ich den Verdacht habe, dass ich den Erreger erworben habe und möglicherweise infektiös bin, und das ist ja das, worauf wir dann besonders achten müssen bei Klinikpersonal, dann ist natürlich ein Antikörpertest keine Hilfe. Denn der wird nicht die Infektiosität nachweisen, sondern wie gesagt eben nur die durchgemachte Erkrankung. In dem Fall, wo ich wissen möchte, ob ein Mitarbeiter möglicherweise infektiös ist, brauche ich denn die PCR, brauche ich den Direktnachweis. Wieso kommt es öfter vor, dass die Corona-Tests keine zuverlässigen Ergebnisse bieten? Bei den Direktnachweisen muss man sagen, das Probenergebnis kann nur so gut sein wie die Probenname. Es geht darum, dass man jetzt also zum Beispiel einen Abstrich macht. Und wenn der Abstrich nicht dort genommen wird, also insbesondere wenn der Rachenabstrich kein Rachenabstrich ist, sondern vielleicht ein Mundschleimhautabstrich, dann wird man unter Umständen auch das Virus nicht finden. Welche Voraussetzungen müssen in der Karlsruher Region gegeben sein, um auf Corona getestet zu werden? Und wie lange dauert es, bis man ein Ergebnis hat? Na, auch in der Karlsruher Region werden natürlich zunächst mal die Kriterien des Robert-Koch-Instituts eingehalten. Das heißt, wenn man diese Kriterien erfüllt, derzeit bei Atemwegssyndrom gleich welcher Art oder bei einer entsprechenden Anamnese, also Kontakt mit einem positiven und Symptomatik, dann werden auch solche Tests durchgeführt. Unter welchen Voraussetzungen, das ist ganz wichtig, könnte oder sollte man einen Antikörpertest machen? Wer sollte das überhaupt tun? Zweckmäßig wäre das, wenn man wissen möchte, hat man eine durchgemachte Infektion? Und wenn man auch mal wissen möchte, wie sieht es denn in der Bevölkerung aus mit der Anzahl der Personen, die eine Infektion durchgemacht haben. Ist man gegen Covid-19 immun, wenn der Antikörpertest negativ ist? Das ist die Hoffnung. Genau weiß man es nicht. Es ist noch nicht erwiesen, aber es ist die Hoffnung, dass zumindest Teile der nachgewiesenen Antikörper auch gegen eine Infektion protektiv sind. Übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Corona-Antikörpertests? Das ist eine der großen Fragen, an der täglich gearbeitet wird und wo wir noch keine abschließende Kenntnis haben. Klar ist, dass die Untersuchungen im Krankheitsfall von den Krankenkassen übernommen werden. Alles andere ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Wie sehen Sie denn persönlich den Verlauf der Corona-Krise? Wie wird das weitergehen? Naja, wir haben jetzt die erste Welle erlebt. Die erste Welle ist jetzt wieder abgeflaut. Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, waren offensichtlich effizient. Aber die Maßnahmen waren sehr hart. Wir lockern die Maßnahmen.
Und wir werden mit Sicherheit eine zweite Welle erleben. Herr Dr. Thiel, auch diesmal wieder herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben uns sehr geholfen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie gesund. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Ausführungen gedient und geholfen haben. Bis zum nächsten Mal, vielleicht dann wieder nicht mehr aus dem Homeoffice. Ade, tschüss.